London, Manchester und Liverpool sind die Städte in England, die am meisten mit der organisierten Kriminalität zu kämpfen haben. Für das heutige Video befassen wir uns mit einer der berüchtigsten Gangs, die es in England überhaupt gibt, die Peckham Boys aus Süd-London. Die Geschichte der Peckham Boys reicht weit zurück, sogar bis in die 50er. Kleiner Fun Fact: John Boyega, der heute als Finn in Star Wars bekannt ist, kommt auch aus Peckham. Er wird auch in dieser Geschichte vorkommen, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ja Freunde, wenn ihr Bock auf solche Geschichten habt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Dann starten wir in das Video. Der Anfang der Peckham Boys ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Viele Kinder aus Peckham und Brixton gingen damals auf eine gemeinsame Schule in Dulwich. Dulwich war eine ziemlich privilegierte Gegend, daher schickten die meisten Familien aus Dulwich ihre Kinder auf Privatschulen. Brixton und Peckham waren hingegen ziemlich arme Gegenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zum Beispiel mehrere Sozialbauprojekte in Brixton verwirklicht. Die Kinder aus Brixton kamen immer wieder in Auseinandersetzungen mit Kindern aus Peckham und so gründeten sich die ersten Gangs in diesen Gegenden. Die Gangs wurden immer größer und organisierter. Die alte Generation wurde von der neuen überholt und so ging es immer weiter. Jetzt kommen wir zu den 90ern. Peckham war mittlerweile in viele Sets unterteilt. Die meisten Häuser hatten ihre eigene Gang. Da gab es zum Beispiel die Peckham Grove Boys, die North Peckham Boys und die Acorn Boys. Die zwei Hauptsets der Peckham Boys waren die Firehouse Crew und die Younger Peckham Boys. Es gab sogar immer wieder Probleme zwischen den verschiedensten Peckham Boys Sets, aber sie hielten dann doch immer wieder zusammen, wenn es darum ging, gegen andere Gangs zu kämpfen. Die Peckham Boys hatten zwei ziemlich große und brutale Auseinandersetzungen. Sie hatten Probleme mit den Ghetto Boys aus Lewisham Borough und Brixton. Die Peckham Boys waren schon seit Jahrzehnten für ihre Gewaltbereitschaft in London bekannt. Doch im Juli des Jahres 2000 sorgten sie sogar für nationale Schlagzeilen. Diese Aktion schockierte damals ganz London. Das Ganze spielte sich vor dem Chicago Nachtclub in Peckham ab. Es ging wohl um eine Gruppe von jungen Gangstern, die in der Schlange für den Club standen und nicht reinkamen. Ein paar Stunden danach kam ein Gangster mit einer Waffe und er eröffnete das Feuer. Dabei wurden mehrere Zivilisten verletzt, aber dabei wurde zum Glück niemand lebensgefährlich verletzt. Es kam 6 Monate nach dieser Schießerei wieder zu einer, vor demselben Club, wobei ein Mann leider starb. Die Verbrechen der Gangs mit Schusswaffen häuften sich zu dieser Zeit extrem. Die Regierung versuchte einst sogar, gegen die aufsteigende Kriminalität vorzugehen. Sie gründeten eine Taskforce, die speziell auf die Gangs ausgelegt war. Doch die Taskforce funktionierte leider nicht so, wie sich das alle vorgestellt hatten. Das Geld, mit dem die Taskforce unterstützt wurde, reichte von vorne bis hinten nicht aus. Die Taskforce hatte ein Budget von 1 Million Euro. Die Peckham Boys führten im September 2006 eine Attacke gegen die Ghetto Boys durch. 40 Gangster der Peckham Boys fuhren zum Woodpecker Gebäude, was sowas wie das Hauptgebäude der Ghetto Boys ist. Bei dieser Attacke kam es dazu, dass ein ehemaliger Gangster tödlich verletzt wurde. Er hatte die Ghetto Boys vor einer langen Zeit verlassen. Dieser Mord wurde bis heute noch nicht aufgeklärt. Die Polizei konnte dann ein paar Wochen später eine Racheaktion der Ghetto Boys verhindern. Sie bekamen einen Tipp, dass die Ghetto Boys Drive-by-Shootings auf ein paar Schulen in Peckham planten. Die Polizei handelte direkt und so ließen sie die Schulen evakuieren, bevor die Ghetto Boys ihren vermeintlichen Plan durchführen konnten. Im Juli 2007 kam es dazu, dass einer der Peckham-Bosse namens Raver von der Polizei verhaftet wurde. Die Polizei hat ihn bei einer Verkehrskontrolle aufgehalten und sein Auto durchsucht. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei mehrere illegale Güter beschlagnahmen. Darunter waren zum Beispiel mehrere Waffen, Munition und mehrere Kilos an Rauschgift. Raver wurde dann verurteilt und er bekam eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren. Im Oktober desselben Jahres kam es zu einer weiteren berüchtigten Schießerei zwischen den Peckham und Ghetto Boys. Die Schießerei spielte sich in New Cross ab. Dabei wurde eine polnische Krankenschwester versehentlich getroffen und tödlich verletzt. Die Polizei konnte kurz daraufhin einen Gangster der Peckham Boys festnehmen, wobei sich ziemlich schnell herausstellte, dass er nicht der Schütze war. Der Gangster wollte dem Polizisten aber auch nicht verraten, wer der Schütze war. Das Gericht entschied daraufhin, ein völlig neues Urteil auszusprechen. Sie verurteilten den Gangster so, als wäre er der, der die fatalen Schüsse abgegeben hätte. Der Beef zwischen den Ghetto Boys und den Peckham Boys fand dann ein Ende im Jahre 2008. 2 Jahre zuvor
wurde einer der führenden Peckham Boys Gangstern von den Ghetto Boys tödlich verletzt. Diese Aktion sorgte dafür, dass die Gang sich intern änderte. Das Ende der Auseinandersetzung der zwei Gangs wurde dann von Giggs, einem Rapper aus Peckham, in einem Song bekannt gegeben. Die Peckham Boys und Ghetto Boys vereinbarten sogar ein Treffen im selben Jahr. Es versammelten sich insgesamt 180 Gangster von den beiden, um zum Notting Hill Karneval zu gehen. Die Polizei konnte die 180 Gangster aber noch aufhalten, bevor sie zum Event gingen. Es kochte direkt die nächste Auseinandersetzung hoch, als die mit den Ghetto Boys beendet war. Die Auseinandersetzung mit Brixton. Es folgten direkt mehrere Schießereien in dem Sommer zwischen den beiden Gangs. Der bekannteste Vorfall aus dieser Zeit spielte sich auf der Walworth Road ab. Gangster aus Peckham waren dabei, in das Gebiet von Brixton zu fahren. Sie fanden kurz darauf zwei bekannte Gesichter aus der Brixton Gang und sie verfolgten sie daraufhin sofort. Die beiden Gangster aus Brixton konnten dann noch in einen kleinen Supermarkt fliehen. Den Peckham Gangstern war das Ganze aber egal und so schossen sie einfach wahllos in den Supermarkt. Dabei wurde ein Zivilist tödlich verletzt. Dieser Vorfall sorgte wieder einmal für eine enorme mediale Präsenz. Im Oktober 2008 kam es zu einer weiteren Aktion, die den Beef zwischen Peckham und Brixton weiter befeuerte. Ein 20-jähriger Member der Peckhams wurde von Brixton-Gangstern erschossen, als dieser das Haus verlassen wollte. Es kam immer wieder zu Schießereien und viele junge Gangster verloren durch diese Auseinandersetzung auch ihre Leben. In den späten 2000ern kam es auch zu heftigen internen Problemen bei den Peckham Boys. Es gab ein Gebäude namens Latham Estate, was in Peckham war. Die Gangster aus dem Latham Estate kamen immer wieder in Probleme mit dem Peckham Mainset. Es wurde um das Jahr 2008 ziemlich ernst. Aus der Auseinandersetzung wurde dann so ziemlich ein eigener Krieg. Die Gangster, die aus dem Latham Estate kamen, trennten sich komplett von den Peckham Boys und so wurden sie zu den Latham Cheese. Die Member der beiden Gangs bekriegten sich mit allem, was sie hatten und so kam es wieder einmal zu einer Welle von Gewaltstraftaten in Peckham. Was kann man dazu sagen? Die Gangs streiten sich schon seit Ewigkeiten um die Reviere in London. Der Milola Taylor ist auch ein Name, der in dieser Geschichte eine tragende Rolle spielt. Er war ein 10-jähriger Junge, der im North Peckham Estate wohnte. Taylor war zu dieser Zeit ein ziemlich enger Freund von John Boyega, der auch aus Peckham stammte. Boyega wurde dann ein international bekannter Schauspieler, nachdem er in Star Wars den Ex-Klon Finn spielte. Taylor wurde eines Tages von älteren Gangstern aufgelauert und er wurde dabei tödlich verletzt. Er soll wohl kurz davor mit Boyega und einer weiteren Freundin gewesen sein. John Boyega war also eine der letzten Personen, die Taylor lebend sahen. John Boyega ehrte auch seinen alten Freund, als er ein Star wurde. Er hatte eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, um Spenden für die Familie von Taylor zu sammeln, kurz nachdem der Star Wars Film veröffentlicht wurde. Ja Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Was sind eure Gedanken zu solchen Geschichten? Wie kann man sowas verhindern? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.